Einen wunderschönen guten Morgen, Leute. Ja gut, für uns ist es eigentlich schon Mittag. Wir haben heute viel erledigt. Heute Morgen hieß es natürlich erstmal die Morgentoilette erledigen, Zähne putzen, duschen und so weiter. Dann haben wir uns Frühstück gemacht. Zum Frühstück gab es einen Smoothie. Anschließend sind wir nach Ubud gefahren und haben da Fotokopien gemacht von unseren Reisepässen und haben noch die Flugtickets ausgedruckt. Safety first. Schritt 1, Ticket ausdrucken und Reisepass kopieren. Okay, der erste Rückschlag, hier kann man schon mal nichts kopieren. Internet, der zweite Versuch. Wir sind hier irgendwo in so einem Hinterhof. Angeblich gibt es Internet. Hi! Can we print something? Yeah? I have it on my SD card. Zehn Seiten, vier Scans für 10.000, also 1.000 pro Seite. Guter Laden. Sind dann nach Den Pazar gefahren zum Amt, wo wir das Ganze dann eingereicht haben. Ja, wie gesagt, Ankunft 11.26 Uhr, 11.30 Uhr machen sie zu. Wir liegen gut in der Zeit. Schaut mal, das Amt in Den Pazar sagt, scheiß auf DIN A4, wir machen unsere einfach ein bisschen größer. Yeah, läuft. Dann haben wir uns mit Phil getroffen und sind nach Den Pazar auf den Markt gefahren, wo wir uns Nachschub besorgt haben. Hallo. Und das? Snacks and Fruit. Und da geht der nächste Euro. Limettis. Die sind so scheiße, weil da ist überhaupt kein Saft drin. Echt? Mhm. And can I get one of these? They are hot. Waren doch noch schnell tanken und jetzt sind wir wieder hier und werden uns jetzt erstmal was zu essen kochen. Instagram, real life. Da müssen wir allerdings noch einen kleinen Ticken warten, denn die Putzfrauen sind da. Ja, sie sind tatsächlich da, sie sind angekommen, die Putzfrauen, nach über einer Woche. Aber das passt, denn Simon ist ja jetzt weg. Tschüss, Simon. Ciao, Zuschauerchen von Jan Lehmann. Und Phil wird jetzt die nächsten paar Tage hier einziehen, dann kriegt er wenigstens frisches Bettzeug. Und der Katut hat endlich die Waschmaschine gebracht. Wir haben eine Waschmaschine, einen Toploader. Ich hoffe, damit wird die Wäsche sauber, weil in Australien hatten wir immer die Probleme mit solchen Waschmaschinen. Dass die Wäsche da nicht so hundertprozentig sauber geworden ist. Und dann hatte man manchmal noch so ein bisschen Rückstände vom Waschmittel. Ich hoffe, das ist hier anders. Nach über einer Woche jetzt können wir endlich nochmal Wäsche waschen, ohne dafür teuer Geld bezahlen zu müssen. Und wir werden jetzt noch ein bisschen chillen, das Fackelmann aufnehmen. Fackelmann Nummer 3. Könnt ihr auch mal reinschauen. Wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr natürlich auch weiterhin Fragen an uns stellen. Und ich würde sagen, ich mache einfach jetzt schon mal eine Abendmoderation, weil ich habe gar keinen Bock, heute noch irgendwas großartig zu machen. Phil, der ist zum Monkey Forest gefahren, aber da waren wir ja schon. Da wollte ich heute Abend nochmal die Reisterrassen angucken, wo wir gestern waren. Deswegen, ja, werden wir heute ein bisschen gammeln. Ich werde ein bisschen weiter meinen Best of September schneiden. Und hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Könnt ja mal eine Bewertung da lassen und morgen wieder einschalten. Bis dann. Ciao.